Ja, schönen guten Abend, meine lieben Zuschauer. Ich komme noch mal auf den gestrigen Abend, wo ja Iran mit angeblich 300 Drohnen, Mittelstreckenraketen und Raketen den aus vom Iran aus Israel beschossen hat. Ich will hoffen, dass das jetzt nicht weiter hier eskaliert. Jetzt gehen ja schon direkt heute den ganzen Tag die Diskussionen los. Wann wird Israel zurückschlagen? Soll Israel überhaupt zurückschlagen? Hat Israel mit dem Angriff auf die Botschaft in Syrien das selber herbeigeführt, dass der Iran dann angreift? Aber wie gesagt, das ist so ein richtiges Pulverfass. Und die Amerikaner und die Engländer, Franzosen sind ja da auch mit Flugzeugträgern und Soldaten in Syrien, im Libanon und hier im Irak sind die ja noch stationiert. Und ich kann jetzt nur hoffen, dass das hier nicht weiter eskaliert, weil das wird hier die Preise sowohl im Iran als auch hier in der ganzen Nahostregion und hier bei uns auch wesentlich teurer machen. Die Leidtragenden sind meistens immer die Bevölkerung. Und jetzt kommt ja schon die Stimmen auf, dass hier der Israel mit diesem Angriff auf diese Botschaft den Krieg vom Gazastreifen wegführen, den Blick dahin und das kalkuliert hat, dass man hier den Iran damit aufruft, das ist ja der Erzfeind, Iran möchte ja Israel von der Landkarte vernichten. Und im Iran sind ja auch sehr viele Unruhen, viele sind gegen diese Regierung, aber das wird jetzt viel zu kompliziert, das jetzt hier alles auseinanderzulegen. Das kann ich hier von hier aus sowieso nicht alles beurteilen, weil jeder sagt hier eine andere Meinung. Nur worauf ich jetzt hinaus will, worauf jetzt hier das Video spezialisiert ist, dass ich gestern Abend um 1 Uhr von einem Abonnenten hier eine SMS bekommen habe. Schau mal hier, im Internet oder hier bei BBC oder CNN, da wird hier Bilder gezeigt von den Raketenangriffen. Und ich habe im ZDF oder im WDR2 oder hier im ARD hat man nichts gesehen, keine Leiste, keine Sondermeldung. Das war schon irgendwie erschreckend. Und das stand jetzt heute hier in der Bild-Zeitung und wohl Zamparoni hat da wohl auch das falsch anmoderiert. Gehen wir gleich mal rein in den Artikel. Wer neu ist, kostenlos Abo, Video unten, Kommentare unterschreiben, bis zum Ende gucken und auch die Glocke aktivieren. Ich schalte euch da mal um. So, es geht hier um diesen Artikel. Das war, ne, ist ganz aktuell, das war ja gestern. Das hier. Kritik sogar in den eigenen Reihen, ARD und ZDF bei Iran-Angriffsnacht, also gestern Abend, neben der Spur. Ne, das muss man sich mal hier, jetzt lese ich mal durch, 14.04.2024, also sehr aktuell, Tagesthemen, Moderator Ingo Zamparoni, neun Verscherer, wird für seine Wortwahl kritisiert. Ich sage das jetzt mal hier kommentarlos, könnt ihr ja selber drunter schreiben, wie ihr das seht, was ihr davon haltet, steht mal hier durch. Ne? Der Iran greift Israel mit hunderten Killerdrohnen und Raketen an. Und wie reagieren ARD und ZDF? Erstmal gar nicht. Ist mir auch aufgefallen, ich musste hier im Internet und hier, das Internet ist ja gestern Abend schon mit Berichten voll davon, aber die haben ja auch mit Zeitverschiebung und die sind ja auch dann hier viel direkter hier, genau BBC, da habe ich nachher Informationen raus, konnte mein Video aber gestern Abend auch nicht hochladen, weil wohl zu viele bei YouTube das wohl berichten wollten, nehme ich mal an. Also mein Video kam nicht durch, erst viel später, ne? Aber lesen wir mal hier den Artikel. Während internationale TV-Sender wie BBC oder CNN ihre aktuellen Programme unterbrechen, sind in der ARD weiter Kai Pflaume und seine Raterunde, wer weiß denn sowas zu sehen. Kritik daran kommt sogar aus den eigenen Reihen. So schrieb Moderator-Chef Georg Ressle ironisch bei X, Zitat, gut, dass es die BBC gibt. Und sich live im TV darüber zu informieren, was in Israel gerade geschieht. Ne? Das hat er ja wohl geschrieben. Und ja.
Volker Beck, ex-grüner Politiker und Chef der deutschen israelischen Gesellschaft, Dick, schrieb bei X, Zitat, Welt TV sendet schon zur Eskalation der Iraner im Krieg gegen Israel. Tagesschau 24 und Phoenix, die noch in der Konserve, sind noch in der Konserve. Da erwarte ich mehr. Zitat, und Publizisten Murat Kayan fragte, Zitat, für was zahlen wir eigentlich Rundfunkgebühren, wenn in einer solchen Nacht ARD und ZDF nicht zu kurzfristigen Sondersendungen fähig sind? Ja, das frage ich mich sowieso, wofür wir da bezahlen. Das erinnert mich auch hier so ein bisschen in dem Radio mit der Flutkatastrophe im Ahrtal. Da wurde ja auch nicht darüber berichtet, dass da eine Katastrophe stattfindet, weder im Fernsehen noch in den Radios, um die Leute da zu warnen. Das ist das Gleiche hier in Grün. Und ja, man möchte ja doch hier informiert werden. Ne? Deutsche Kritik aber auch an dem, was dann nach Ende der Quiz-Sendung bei den öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendungen zu sehen war. ZDF, sagte man, Tel Aviv meldet, obwohl die iran-israelische Regierung in Jerusalem sitzt. In den ARD Tagesthemen begrüßte der Moderator Ingo Zamperoni unter den Zuschauern mit den Worten, Zitat, es muss den Verantwortlichen in Israel sehr klar gewesen sein, dass dieser Zwischenfall nicht ohne Folgen bleiben würde. Ja, das war ja auch klar, weil der Iran hat ja auch ganz klar gesagt, wir werden für diesen Angriff auf die Botschaft, wo zwei Generäle und, glaube ich, sieben Leute ums Leben gekommen ist, dass die dann Vergeltungsschlag machen werden. Das wurde halt so gesagt. Oder habe ich das irgendwie anders in Erinnerung? Könnt ihr meine Kommentare reinschreiben, ne? Aber es wird hier schon, was? Muss Israel zurückschlagen? Israel-Hasserin darf nicht mehr moderieren. Aha. Okay. Zamperoni rechtfertigt den Angriff des Iran, also damit, dass Israel zuvor bei einem Militärschlag auf das iranische Konsulat in Syrien angegriffen und dabei Offiziere des Mullahs-Regime getötet hat. Anstatt deutlich zu machen, dass die Zerstörung Israels eine Art Staatsräson des Irans seit 1979 ist, etwa jeden Morgen in der Schule gepredigt wird. Das ist natürlich auch richtig, aber wir sehen ja auch die Bilder aus dem Gazastreifen. Das steht auch in meiner Meinung keinem Verhältnis zu diesem Attentat. Klar, auch verheerend am 7.10. Also hier schaukelt sich halt alles so und die Hisbollah schießen ja auch schon da im Norden von Israel auch schon permanent Raketen rüber. Also klar, Israel ist ja die einzige Demokratie und die anderen sind alles hier Königshäuser und Diktaturen. Das ist natürlich ein brennender Punkt. Und wenn die Amerikaner da nicht hier militärisch so präsent wären, da wäre vielleicht hier schon ganz andere Szenarien durchgeführt worden von Seiten Iran. Wir werden sehen, wie sich das hier weiterentwickelt. Ich kann nur hoffen, dass man hier zur Diplomatie, dass man hier Ruhe einkehren lässt. Und dieser Satz suggeriert, dass Israel den heutigen Angriff Irans provoziert habe, kritisiert der Medienblog ÖRR an Antisemitismus Watch bei X. Zamperoni sagte damit, dass Israel ja irgendwie doch selber schuld an dem iranischen Angriff sei. Ja, oder auch mit gerechnet hat, provozierte, wie ich gerade sagte am Anfang, um den Blick von dem Gazastreifen, von diesen, ja, diese Verele, dass da so viele Menschen da sterben, auf jetzt hier einen anderen und die Amerikaner wieder ins Boot geholt haben. Ne? Das hat ja gestern auch, aber Joe Biden sagt ja schon selber, bitte keine Vergeltungsschläge hier von Seiten Israels, weil zum Glück nicht viel zerstört worden ist. Weil angeblich 72 Stunden hat man wohl aus Iraner Seite gesagt, dass wir schießen werden. Und die brauchen ja auch ein bisschen, bis die hier in Israel einschlagen. Das ist ja doch noch von der Entfernung her sehr weit weg, aber trotzdem schon. Jo. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das deutet. Was sagen die Sender? ZDF-Sprecherin Sabine Dreher, Zitat, auch über den iranischen Angriff auf Israel informierte das ZDF in seinem digitalen Informationsangebot ZDF heute und in den Nachrichtensendern aktuell und umfassend. Ja, aber viel später, ne? Durch die Einblenden des Scrolls wurde das TV-Publikum auf die verlängerte Heute-Journal um 22:05 hingewiesen. Ja, aber erst heute, ne? So viel ich weiß, ne? Nicht gestern, nicht am Samstag. Auch die ARD weist auf die Scrolls gemeint sind Textlaufbänder hin. Also Pressesprecherin, ich habe keine gesehen. Habt ihr welche gesehen gestern Abend?
bitte meine Kommentare reinschreiben. Ich habe nichts gelesen. Zitat, wir hatten am Samstag zahlreiche Calls mit Hinweisen im Programm. Außerdem haben wir in dem Tagesthemen ausführlich über den Angriff Irans auf Israel berichtet. Zitat N. Ja gut, okay, das stimmt. Das hat er wohl gestern Abend gesagt. Ne? Das ist wohl auch wahr. Zur Kritik an die Wortwahl von Ingo Zamperoni möchte ich nicht mehr schon nichts sagen. Verweis auf die zuständigen NDR Hamburg. Doch lässt die Reaktion von ARD aktuell auf Bildanfrage ausrichten. Zitat, die Moderation bildet ab, dass ein Angriff des Iran seit Tagen erwartet worden war und stellt keine Bewertung dar. Zitat Ende. Ja. Ja. Also wie gesagt, ich schalte euch wieder um. Also ich kann jetzt nur hoffen, dass hier endlich mal Frieden einkehrt und ja, aber das ist klar, der Iran seit 1979 ist ja hier die Mullahs an der Regierung. Da hat man ja auch den Schah abgesetzt. Das war ja auch ein Riesen, wie soll ich mal sagen, Rede der Pachlevi, aber da führen wir zu weit zurück in die Vergangenheit. Müsste man auch nochmal nachlesen, kann man bei Michael Lüders sehr gut machen, dass man ja hier auch den Iran wollte ja Erdöl nicht mehr in Dollar verkaufen und damals der demokratisch gewählte Reza Pahlavi wurde ja auch hier vom MI6 und CIA abgesetzt und das war alles instabil und dann kam ja seit 1979 auch hier der Schah musste dann in Exil und dann kam ja natürlich hier Ayatollah Khomeini an die Regierung und das war dann seitdem der Erzfeind von Israel, Amerika und dann haben wir ja die ganzen Kriege im Nahen Osten gesehen mit Irakkrieg, wo es ja auch nur um Erdöl und Erdgas ging, ganz klar und dann gleich auch in Syrien, da haben die Amerikaner, die Russen, ja haben ja alle ihre Hände da im Spiel. Der ganze Nahe Osten ist so instabil, ich schaue hier Libyen, Gaddafi, der hier Ägypten, der wie heißt der Frühling, wie heißt er noch, ne, wo die alle Aufstände gemacht haben, dann Libanon klein gebombt, Iran, Afghanistan, ganz erschreckend, Amerikaner da 20 Jahre da das Land besetzt mit der Bundeswehr und plötzlich ziehen die Amerikaner sich zurück und hinterlassen da einen Scherbenhaufen oder lassen da auch die ganze Militärausrüstung da liegen für die Taliban, die jetzt bestens besser ausgerüstet ist als die Bundeswehr. Und kurz danach beginnt der Ukraine-Krieg. Und jetzt haben wir hier auch im Ukraine-Krieg nach 2 Jahren haben wir jetzt hier auch im Israel mit Gazastreifen, mit Westjordanland ganz verheerende Verhältnisse. 2-Staaten-Lösung gibt es nicht. Alles, das wird, ich sage ja, man kann nur hoffen, dann noch unten wer ist das hier unten, die da mit, die Houthis, die da unten in Jemen, die da noch mitschießen. Ja, wir werden sehen, wie sich das alles entwickelt, weil da fahren ja auch deutsche 2 Fregatten da rum, hier in der Straße von Hormuz. Und da sind ja auch sehr viele Öltanker unterwegs, weil das Öl kommt ja da an dieser Straße vorbei. Und sollte das hier nicht ankommen, hier bei uns in Europa, dann wird hier Benzin und Diesel und das ganze Öl, die ganzen Ölprodukte richtig teuer werden. Das geht zu unseren Lasten, dann zahlen wir mal eben für einen Benzin- und Dieselpreis vielleicht mal eben 3 oder 4 Euro. Sollte das hier weiter eskalieren, da bin ich voll bei Joe Biden. Es darf jetzt hier nicht eskalieren. Israel sollte nicht zurückschlagen, weil dann kommt der nächste Schlag, aber dann sind wir im Nahost, das darf hier nicht instabil werden. Es ist eh schon Pulverfass und ich habe jetzt lange nicht mehr darüber berichtet, weil mache ja mehr hier so inländische Politik oder hier Videos, weil das ist ja nachaus sehr komplex, das ist ja eine ganz lange Geschichte, geht ja schon bald in die Bibelzeit zurück. Wem gehört das Land Israel? Ja, aber da gibt es andere Videos zu, die sind da besser informiert, da besser als ich. Schaut da mal rein, wer sich da näher für interessiert. Das soll es hier gewesen sein. Ich finde, ich frage, wofür zahlen wir eigentlich die GEZ-Gebühren, wenn wir nicht sofort hier eine Sondersendung, wenn die Sendungen nicht unterbrochen werden, wenn hier Israel oder so angegriffen wird. Ja? Okay, das soll es hier gewesen sein mit diesem Thema. Dann sage ich danke für eure Aufmerksamkeit. Teilt das Video, schreibt Kommentare drunter und dann sage ich bis zum nächsten Video.